Und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie dieser tapfere Krieger hinter mir eine Eidechse oder sowas zerstört hat. Doch, am Ende haben wir das tatsächlich gesehen. Aber Spaß beiseite. Der Kopf bzw. die Riesenschlange hat uns hier hingeführt. Und ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Aber Moment. War da nicht bei dem anderen auch mal was? Nee, jetzt ist nichts mehr da drin. Okay. Können wir da hinten hochlaufen? Das sieht alles so weitläufig aus. Ich will nicht, dass es weitläufig ist. Ich will einfach nur, dass wir direkt zum Ziel kommen. Wir sollen aber ein Boot finden, hat er gesagt, ne? Ich schau trotzdem mal eben, was hier ist. Hier ist definitiv kein Boot. Moment, hör ich ein... Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Kann man das... Ja? Nein? Wieder raus? Ich weiß nicht, ob man das machen muss, damit das markiert ist. Ach, hier sind wir! Hä? Dann haben wir uns doch gar nicht bewegt? Oder bin ich doof? Moment, Brustrüstung. Wir schauen mal eben... Wir haben irgendwie gar keinen Hacksilber dafür. Oh nein, ich kann hier gar nichts machen, oder was? Das wäre jetzt gut, aber dafür haben wir nicht genug Hacksilber. Ich will das haben. Och Mann. Armrüstung, können wir da wenigstens irgendwas verbessern? Auch nicht. Hüftrüstung, neues Röckchen vielleicht? Auch nichts. Warum brauchen wir so viel Silber dafür? Wollt ihr mich veräppeln? Schwellende Glut bräuchten wir 14. Hacksilber hätten wir genug. Ja. So, Entschuldigung, ich musste einen kleinen Cut machen. Ich bin auch gerade noch ein bisschen außer Atem, weil ich ein ziemlich schweres Paket bzw. zwei hochgetragen habe. Ja, DPD kommt immer genau dann, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Ach, da haben wir auch wieder nicht genug für. Boah, was brauchen wir da bitte alles für? Mann. Okay, also ich denke mal, wir können hier nicht wirklich irgendwas verbessern. Das auch nicht. Da, wir haben was. Ein recht robustes Fragment aus Zwergenmetall dient zum Verbessern diverser Rüstungsset sowie des Klauenbogens. Das kann ich jetzt aber nur kaufen. Damit kann ich jetzt nichts machen, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Na gut. Wurde ja nur meine Zeit verschwendet. Ja, Entschuldigung. Ich wollte ja schließlich auch mal gucken, was der hier für ein Quatsch anbietet, ne? So, also dann gehen wir hier raus, weil ich denke... Entschuldigung, falsche Taste. Ich denke mal nicht, dass wir hier noch was machen müssen. Wir müssen ja ein Boot suchen. Hier kommen wir, glaube ich, runter, oder? Durch diese Dinger. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Galionsfiguren gefunden, okay. Okay, das sieht allerdings nicht danach aus, als ob wir hier zum Boot kommen. Obwohl doch, hier geht's runter. Ah, perfekt. Wo lang geht's zum Meißel? Unter der Brücke durch. Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Und dann zwischen ihnen hindurch. Ach da. Hi, unser neuer Freund. Also unter der Brücke durch die Statue der Ruderer. Ich würde aber sagen, dass wir hier vorher nochmal... Warum hat Freya dich eigentlich angesprochen? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Warnen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Warnen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Moment. Beide Seiten erlitten große Verluste. Ach, die Brücke. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Okay. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden.
Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Ja, ich würde mir gerne die ganze Geschichte anhören, aber ich möchte auch kurz was sagen. Also, das da hinten sieht irgendwie sehr krass aus, als ob da irgendwas hinter der Mauer zurückgehalten werden soll. Ich weiß es nicht. Hier kann man auch scheinbar wieder irgendetwas mitnehmen bzw. öffnen. Oder dadurch öffnet man das Tor. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber das sollen wir ja nicht machen. Kommen wir hier noch drüber? Ah, jetzt. Deswegen versuchen wir hier noch ein bisschen Hacksilber und so zu kriegen. So, ich hatte mich übrigens eben vertan. Aber da waren die schon am Sprechen. Also konnte ich da nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte gedacht, dass diese eine Brücke gemeint ist. Aber offenbar ist sie das nicht. Was ist denn da hinten? Da ist sowas Blaues am Leuchten. Kann man das nehmen? Wir können mit dem Boot hier anlegen. Nein, ich will nicht anlegen. Oh, ich dachte schon. Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Stärke um 2 erhöht. Ah, perfekt. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das jetzt schon mal gefunden hatten. Kam mir jetzt nicht so wirklich bekannt vor. Wir können hier anlegen, ja. Aber ich befürchte, dass es hier irgendwie nichts Positives gibt. Und ich will ja auch mit der Geschichte weiterkommen. Deswegen schaue ich mich jetzt hier nur noch mal ein bisschen um. Ob wir hier irgendwas holen können. Da ist noch was. Was ist das hier? Ach, das ist wieder so ein Rätsel. Da oben ist einer. Okay. Die Schlange hat sie gefressen. Ist hier auch noch irgendwas, was wir nehmen können? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn wir hier zu nah reingehen. Hexenhöhle. Moment, Hexenhöhle? Dann kommen wir wieder zurück. Nein, das wollen wir doch gar nicht. Da sind wir dann aber auf jeden Fall schon durch. Das heißt, wenn jetzt die Sachen nicht nochmal alle neu drin Odin sind, haben wir die schon durch. Unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn. Aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgin, eine von Odins großen Liebhabern. Thor ist halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeit. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich, er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen. Und sie zeigte ihm ihre Wahnenmagie. Noch etwas, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Wahnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Okay, das hört sich nicht sehr positiv an. Das war doch nichts mehr, was wir ansammeln konnten. Oh, da ist schon jemand gestrandet. Halt, stopp, da war gerade eben das. Ah! Zum Einsammeln. Okay. Also, die ganzen Nebensachen würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne erkunden, aber gerade nicht, weil ich ja der Main Story was folgen möchte. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Da hinten war jetzt die Brücke. Hier sind wir also irgendwo gestartet. Das heißt, doch da vorne ist noch was zum Einsammeln, wow, glaube ich. Wie eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt.
Wie hieß sie? Hab's vergessen. Da ist offenbar viel. Was? Ein interessantes Dorf, wer es wohl gebaut hat. Oh, das kleine Kerlchen da oben ist am Schrein, was da gefangen gehalten wird. Und ich wollte gerade noch sagen, das sieht doch irgendwie ganz friedlich aus da hinten. Vielleicht dann doch eher nicht. Okay, Moment. Wir müssen jetzt durch die Brücke und dann durch diese Paddelwand, glaube ich, durch. Oder komme ich jetzt von der falschen Seite? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat er hier... Ne, da hinten sind die, glaube ich. Hier hat er wieder was Neues aktualisiert. Ja, genau. Achso, das ist was zum Explodieren. Oh, da sind wieder sehr viele von den Gegnern. Was ist das denn da hinten? Der erwacht doch garantiert zum Leben, wenn man da anhält. Oh je, da kommt noch einiges auf uns zu, wenn wir das nochmal alles durchmachen wollen. Ich merke das schon. Da hinten ist zu, aber eigentlich müssten wir da hin. Ich fahre da mal eben hin, mal gucken, ob wir da doch irgendwie durchkommen. Also, die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber natürlich nicht. Wie endete Freya allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat, selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie, es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh, wie Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Lebewesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya. An ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angespuckt. Ja, Junge. Ich auch. Naja, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, oder wie war das? Ja, das ist allerdings mal wirklich ein sehr neuer Aspekt in Bezug auf Freya. Ich werde aber jetzt mal, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Paranoia, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt mal kurz speichern und dann werden wir hier anlegen. So. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, nach den ganzen komischen Typen, die hier überall rumstehen. Was muss man denn hier machen? Oh, da steht einer. Steht einer. Gulwig. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Ja. Bist du gut oder böse? Hallo? Guten Tag. Ich komme in Frieden. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulwig ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulwig wieder ganz. Wie soll ich das denn machen? Sollen ihre Knochen holen? Ich geht. Gulwigs Seelenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Oh. Sie haben drei Knochen der süßen Gulwig genommen und am See verteilt. Bring mir ihre Knochen, Kind. Gulwig wird dich belohnen. Ja, das glaube ich sogar, dass die uns belohnen werden.
Die Frage ist nur, was muss man dafür tun? Ich meine, die Knochen holen, das ist schon klar. Muss man den hier hochschicken oder so? Die Frage ist nur, bringt uns das jetzt tatsächlich was? Oh, was Gutes. Und die nächste Frage ist, jetzt hat sich das Ziel, glaube ich, geändert. Wenn ich das hier richtig sehe. Nee, der magische Meißel ist immer noch drin. Ausgewählt ist das auch. Ja. Komisch. Ah, gut. Der besondere Meißel befindet sich gleich hinter diesem Tor. Direkt hinter dir. Oh. Oh. Los da. Ich hab's gleich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier abhauen sollte. Scheiße. Lauf! Müssen wir hier kämpfen oder können wir zum Boot? Genau, mach den kaputt. Los, Junge, geh ins Boot. Wir müssen gar nicht kämpfen, oder? Haha. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich da irgendwas bekomme, wenn ich den jetzt bekämpfen würde. Aber gut, wenn wir uns so sparen können, dann behaupte ich mal, lassen wir es einfach. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tarn. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tarbor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug zu den Sohn. Rindur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tarbor seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt, wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Wie werde ich schon sehen? Hallo? Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, dass wir jetzt einfach abgehauen sind. Ich denke mal, den hätten wir auch geschafft. Beziehungsweise es waren ja zwei. Aber ich denke mir, wenn ich mir den Kamm sparen kann, warum nicht? Er fiel auf ein Dorf? Ja, Tarmor zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörn verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Okay. Ist das eine Hand? Ach du Scheiße. Das ist tatsächlich seine Hand. Wo ist denn jetzt der Kopf? Auf der Seite? Ich denke, ne, weil er so rumliegt. Boah, das ist ja, das ist mal heftig krasse Bilder, ganz ehrlich. Oh, da hinten ist schon wieder so einer. Oh. Den toten Riesen untersuchen. Ja, würde ich gerne, aber da hinten ist. Feinde. Ja, ja, da hinten sind Feinde, genau. Das wollte ich auch sagen. Ja, ja. Ich guck hier erstmal. Da kann man nichts einsammeln, so wie es aussieht. Okay, lass uns einfach umdrehen und einen anderen Weg nehmen. Das wäre mir ganz lieb, ehrlich gesagt. Nein. Also doch, wäre mir schon ganz lieb, aber. Mal schauen, was wir hier schaffen. Ich habe ja vor dem einen gespeichert. Es kann ja nicht so viel passieren. Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Ja, mach das mal. Machen wir das jetzt? Wir sind doch schon dran. Ich brauche mehr Zeit. Wieso ist der jetzt auf dem anderen? Okay, der war auf jeden Fall stark. Aber er hat jetzt automatisch... Die Spitze davon, ja.
Einen sehr, sehr großen. Er hat jetzt aber automatisch auf diese gelben Pfeile umgestellt. Kann das sein? Oder bin ich da irgendwo dran gekommen? Auf jeden Fall war das gar nicht so schlecht, habe ich so das Gefühl. So. Der Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Oh, nee. Das wollte ich gar nicht. Oh. Ups. Moment, da können wir sofort. Ich wollte hier mal eben gucken. Das hat gar nichts gebracht. Doch, das hat was gebracht. Doch, doch. Hier ist wahrscheinlich wieder verschlossen, wie immer. Magisch versiegelt, fürchte ich. Ja. Bruder, der Kristall ist wieder aufgeladen. Ist das gut oder schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Raus können wir nicht rein. Nee, wir können links oder rechts, okay. Links bringt uns schon mal nichts. Okay. Rechts bringt uns auch nichts. Oder, mir kommt da gerade ein Ja, warum drücke ich immer die falsche Taste? Ja, ich sag doch, mir kommt da gerade ein Gedanke. Danke, seine Idee. Ja, war gut, wa? Manchmal habe ich auch clevere Ideen, nicht nur dumme. Okay, dann jetzt das gleiche auf der linken Seite. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, als er gesagt hat, der Kristall ist wieder aufgeladen. Hallo, lass mal los. So, ich habe gelernt, immer erst zu warten, weil normalerweise Gegner von drinnen oder von draußen auf einmal auf mich zugestürmt kommen. Bei solchen Aktionen. Okay. Hallo? Ach, das ist schon runtergelassen. Okay. Das finde ich nicht gut. Gibt es da noch was in der Art? Ich meine gerade etwas gehört zu haben. Ich glaube nicht. Okay. Und die Überlebenden? Oh. Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Okay. Da müssen wir theoretisch durch. Nimm das auf. Achso, das ist das gar nicht. Nee, ich habe schon was aufgenommen. Kann das sein? Ich würde mal behaupten, dass wir jetzt eigentlich nur da durchkommen dürften. Mit Magie verschlossen. Aber, was ich mir auch schon gedacht habe, dass das vermutlich nicht geht. Was ist mit dir? Du bleibst hoffentlich tot. Achso, da hinten kommen wir noch rum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da rumgehen möchte. Was seid ihr denn für Gestalten? War doch gerade was. Das hört sich irgendwie so an, als ob bald wieder ein Drache kommt oder so. Was ist das? Ich habe schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber ich glaube... habe ich mich jetzt erschrocken? Ich glaube, das war aber so, dass man... wenn die nicht rot sind, dass die einen sowieso nicht angegriffen hätten. Moment, können wir jetzt da hoch oder müssen wir da hoch? Nee, anscheinend müssen wir da hoch. Dann machen wir erstmal das. Ich habe hier jedes Mal wieder auf neue Panik, dass mir hier einer entgegenspringt. Brustrüstung, umgegurte Abwehrrüstung, begünstigt Runenkraft. Lasst uns die mal eben ansehen. Oh ja, die ist auf jeden Fall besser. Kann ich die, kann ich ausrüsten. Zack. Sehr gut, endlich nochmal eine Verbesserung. Yeah, so kann es weitergehen. So. Mal schauen, was jetzt kommt. Oh oh. Da ist er. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen.
Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Feinde da vorn! Wo? Kämpfen wir gegen sie? Wenn wir es verhindern können, nicht. Aber, wo? Ich sehe diesen riesigen Riesen. Ja, aber wo sieht der bitte Feinde? Ach, da! Okay, Moment. Erstmal eben gucken. Also da auf der Seite sehe ich keinen. Was aber nicht heißt, dass da jetzt keiner kommt. Und da sehe ich den einen hier. Wahrscheinlich kommen noch 20 weitere. Wenn der nett ist, müssen wir nicht angreifen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er nett ist. Doch, du bist bereit, du bist bereit, du bist bereit. Du bist bereit, du bist bereit, du bist bereit. Kann losgehen. Ja, das will ich doch hoffen. Okay. Okay. Merke, was nach Werwolf aussieht, sollte nicht unbedingt angegriffen werden, wenn es nicht sein muss. Wobei in dem Falle musste es ja jetzt sein. Oh, da war noch was. Moment. Ach, das war Beheilung. Okay. Umgegurtete Abwehrrüstung. Die hat aber eine schlechtere Abklingzeit. Bessere Runen, bessere Abwehr und bessere Stärke. Allerdings ist die Abwehrzeit extrem runter, ne? Die Frage ist, bringt mir das halt was mit der Abklingzeit? Dass die, wenn die besser ist? Ich lasse es jetzt erstmal. Ich kann es ja zur Not immer noch tauschen. Oh, hier haben wir schon wieder Runen. Ich hasse es. Oh, nee. Mal eben gucken, ob wir... Also, wir haben eine. Wir haben eine. Und da oben noch was zum Lesen. Okay. Das ist Heilung. Das nehmen wir noch mit. Da bin ich mir nicht so sicher, ob da jetzt nicht irgendwas passiert, wenn ich da hinten reinlaufe. Das ist gerade mein Problem. Das können wir noch mitnehmen. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Macht nichts. Solange du dadurch nicht stirbst, ist alles gut. So, kleiner. Wozu der gut ist? Das war auf die falsche Seite, ne? Ah, okay. Da ist die zweite Rune. Wir gucken jetzt aber erstmal hier. Kannst du das lesen? Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ah ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Okay. Kleiner, geh mal aus dem Weg hier. War da noch was? Nee. Also, zwei Runen sehen wir. Noch eine kann ich jetzt gerade nicht sehen. Da können wir... Och, das sieht ja mal geil aus mit dem Bart hier, fällt mir gerade auf. Da können wir noch was rausholen, wodurch wir was explodieren lassen können. Ah, wahrscheinlich da oben, oder? Aber die Frage ist dann, warum sollte man das da oben explodieren lassen, das Rote? Oder eventuell müssen wir den dadurch aufwecken. Und da hinten haben wir auf jeden Fall noch so einen blauen Stein. Das könnte eventuell sein, dass wir den auch da oben hinbringen müssen. Also es sieht so aus, als ob wir hier doch noch ein bisschen mehr machen werden müssen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut.
Und das, ja, vielleicht Geheimnis des Riesen sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.